Ja, das ist jetzt quasi das erste Vlog, das ich mal zu Hause aufnehme. Und wie ich das in den ersten, in diesem Testvideo mal angekündigt hatte, ist dieser Vlog-Kanal ja darauf ausgerichtet, dass, wie sage ich das? Ja, ich habe mir einfach gedacht, da diverse Vlogger auch so ihre Themen haben, weil sie halt eben so wie meiner einer mit einem Mann in einer Beziehung sind. Und ich vor einiger Zeit mal das Video vom dunklen Parabelritter gesehen hatte, das den Titel hatte: Die Metal-Szene, sind wir homophob? Und ja, eigentlich ist es in der Metal-Szene nicht so. Also es gibt viele natürlich, die sich darüber ärgern, weil man halt seine Vorstellung hat, als wie halt ein Metalhead zu sein hat. Und er hat ja auch gesagt, dass die Metal-Szene öfters allergisch auf diese Core-Leute oder die Scene-Leute oder Scene-Kids reagieren nach dem Motto, weil sie halt etwas femininer und weicher ausfallen als der normale Metalhead. Ist automatisch die Annahme, dass die Person halt schwul ist. Aber im gleichen Zug hat er gesagt, dass, und dieser Meinung bin ich auch, dass eben so eine kernige Persönlichkeit, die halt aussieht, wie man sich einen Metalhead oder Rocker vorstellt, das heißt lange Haare, Vollbart, Lederklamotten, Springerstiefel und so weiter, also eine eher maskuline Persönlichkeit, dass die ebenso schlicht und einfach schwul sein kann. Und es hat für mich auch eine Weile gedauert, bis ich das so akzeptieren konnte, wie es ist. Es ist auch nicht. Es ist auch für einen selbst nicht unbedingt leicht, sag ich mal. Manche kommen damit klar, kommen damit eher klar, dass sie halt von sich aus sagen: Ja, ich bin halt schwul, ich habe eine durchaus feminine Ader. Und es gibt es halt Leute wie mich, die halt eher einen Wert darauf legen, ein maskulines Verhalten zu haben. Und so halt die typischen Männeraffinitäten besitzen, dass man, keine Ahnung, PS-starke Autos toll findet, Motorräder, Alkohol, Waffen und auch immer. Und ebenso halt auch Actionfilme. Das ist halt meine Welt. Und im Endeffekt kann das ja auch sein. Und ich sag mal, auch wenn es in den Medien gerne dargestellt wird, und so Comedians wie Bully Herbig oder auch wenn er durchaus lustig ist, na gut, nein, wie sage ich das? Ach so, Filme wie Another Gay Movie und diverse andere Themen. In den Medien wird's gern ausgeschlachtet. Und der Schwule an sich hingestellt, er hat halt wasserstoffblonde Haare, ist automatisch eine Person, die halt feminin ausfällt und sich, ja, wie man es ausdrückt, durchaus etwas tuntig verhält. Und dabei lassen die Medien auch gern außer Acht, dass es halt auch andere Leute gibt, die Leute aus der Bärenszene oder diese Leather Pride-Leute, die halt ihre Lederklamotten und alles toll finden. Und ja, diese Personen gibt es durchaus. Durchaus. Haben wir auch noch versprochen. Muss ich wahrscheinlich rauscutten oder ich lasse es einfach drin. Ist für mich authentischer, weil ich zum Cutten schlicht und einfach zu faul bin. Ja, Sache ist die, man kann als Metalhead oder Rocker natürlich durchaus mit einem Mann zusammen sein. Ich bin auch seit letztes Jahr sehr glücklich verheiratet. Und wir unterscheiden uns natürlich sehr. Ich bin, wie man sieht, halt etwas kräftig gebaut, lange Haare, Vollbart. Ich trage eine Bikerweste und alles. Und mein Mann fällt halt etwas zierlicher und femininer aus, und das passt eigentlich auch so ganz gut zusammen. Also ist dieser Vlog-Kanal eigentlich dazu gedacht, so ein bisschen das
das übliche Leben zu zeigen, was man halt als, keine Ahnung, es ist eine Art virtuelles Tagebuch, wenn man denn so will. Wofür Vlog-Formate eigentlich auch gedacht sind. Und ja, man steht als Pärchen manchmal noch vor kleinen Herausforderungen. Und so in der Gesellschaft ist es ja akzeptiert. Man kollidiert manchmal etwas mit der schwulen Szene selbst, weil es durchaus irgendwelche Hardliner gibt, die sich denken, jeder Schwule muss automatisch ein zweiter Harald Glöckler werden oder sowas wie ein Ross Anthony, was völliger Humbug ist. Leute sind immer verschieden. Den Schwulen, wie man sagt, den gibt es schlicht und einfach nicht. Es gibt diese Leute, die durchaus so sind wie die Klischees, sie beschreiben im Fernsehen oder sonst wo. Die sind halt so. Manche spielen es, manche sind halt einfach so, dass sie als Mann eine sehr weibliche Verhaltensweise an den Tag legen. Aber letztendlich gibt es da unterschiedliche Facetten. Also Leute sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Das ist ja, das ist ja schlicht und einfach normal. Nicht jeder Mensch ist gleich. Also, ja gut. Ich habe das so in der Zeit nach dem Outing und auch so ich festgestellt, dass es durchaus Leute auch in der schwulen Szene gibt, die so ihre Vorurteile haben nach dem Motto, oh, das sieht anders aus, vor dem habe ich Angst, oh, der trägt Springerstiefel, der hat eine Bundeswehrhose an, oh, der ist bestimmt voll böse und sowas. Und manche gehen da an mich heran, weil ich halt nicht so aussehe, wie man sich jetzt halt einen Schwulen vorstellt. Also ich lasse mir das jetzt hier auch nicht auf die Stirn schreiben nach dem Motto, ja, erkennt mich, dass ich schwul bin. Das ist ja auch ziemlicher Blödsinn. Ist ganz gut so, wie es ist, dass man mich als der erkennt, den ich nun mal bin. Und wenn ich mich komisch anhöre, das liegt daran, etwas die Nase zu. Die Erkältung geht halt rum. Ja, Punkt ist halt, dass letztendlich die Leute einfach verschieden sind, wie ich mich wahrscheinlich jetzt schon zum dritten oder vierten Mal wiederholt habe. Ich bin halt wie ich bin. Und da kam ich auch schon in Situationen, wie zum Beispiel auf dem Christopher Street Day Karlsruhe, wo die Security der Meinung gewesen ist, ja, wir schmeißen den jetzt raus. Und dass nur einer der Mitarbeiter der Security-Firma gesagt hat, ja, passt auf, Jungs, der gehört da dazu, der sieht halt anders aus. Und nur weil er es halt so Bikerweste anhat oder sowas oder Springerstiefel trägt und so weiter und ein böser Onkel-T-Shirt ist ja nicht automatisch rechtsradikal, was sie mir da unterstellt hatten. Sich zu diesen derzeit in Karlsruhe anwesenden Nazis gehöre. Gut, vielleicht bin ich auch selber schuld, dass man derartig aufreizend herumläuft, aber ja, diese Facetten an den Leuten gibt es auch. Also egal. Ich habe schon alles Mögliche gesehen. Ich kenne die femininen Leute. Ich kenne die, die aussehen, als, keine Ahnung, würden sie dir den Kopf abreißen. Aber es sind die nettesten Leute überhaupt. Und die Schwulenszene hat ja Facetten wie alles andere auch. Es gibt in der normalen Gesellschaft. Wobei normal. Ja, die Schwulen gehören ja auch zur normalen Gesellschaft. Das ist ja. Wir sind zwar eine Subkultur, wenn man so will, aber ja, die Sache des Ganzen ist schlicht und einfach, dass jeder so sein kann, wie er will, also solange das jetzt keinem auf die Füße tritt. Also mein Mann ist, wie er ist, der auch in Zukunft noch in Videos hier auftauchen wird. Über die Formate, was man macht, sind wir uns jetzt noch nicht ganz klar, aber wir überlegen uns da was. Und ja, mein Mann ist, wie er ist. Er hat seine Eigenheiten. Er hat halt seine feminine Ader. Mir gefällt das, wie er es ist.
Das bleibt auch so, wie es ist. Das soll sich ja auch nicht ändern. Ich habe halt meine Art, dass ich halt zurzeit auch wieder ins Fitnessstudio gehe, zum Gewichtsabbau und diverse andere Sachen. Muskelaufbau, was man halt einfach braucht, weil ist besser für die Kondition, es sieht ein bisschen besser aus. Und ja, ich werde mich auch so, wie öfters mal im normalen Leben erwähnt, werde ich mich nicht zerreißen, bloß weil ich schwul bin. Ich hatte am Anfang mal den Wahn, dass ich gedacht habe, ja, ich muss da jetzt unbedingt dazugehören und so weiter. Was aber eigentlich völliger Quatsch ist. Also, jeder ist, wie er ist, jeder soll so bleiben, wie er ist, sofern er halt, wie gesagt, keinem auf die Füße tritt. Und diverse andere Sachen werde ich einfach mal in anderen, kann man das so nennen? Ja, in anderen Episoden dieses Formats ansprechen und dann schauen wir mal, was passiert. Deswegen denke ich, man wird sich in Zukunft wahrscheinlich noch sehen, falls das bisher noch einer gesehen hat, also falls es irgendwo auftaucht. Von daher, bis die Tage.